Aberlauf. Die Stadt Köln hat sich jüngst für ihre hervorragenden Leistungen im Polizeidienst ausgezeichnet. Gibt es rückblickend für Sie Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, falsche Entscheidungen getroffen zu haben? Ja, mit Sicherheit. Aber in unserem Beruf muss man manchmal innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen, die dann nicht immer die richtigen sind. Man muss mit diesen Fehlern leben und die Vergangenheit irgendwann Vergangenheit sein lassen. Kannst du nicht schlafen, mein Schatz? Soll ich dir noch was vorlesen? In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nicht sah. Muss auf dein Portemonnaie aufpassen. Im Krankenhaus, da klauen sie wie die Raben. Für wie lange denn? Die Ärzte meinen 2-3 Wochen höchstens. Vielleicht auch viel weniger. Also? Kann ich ja schlecht Nein sagen. Danke, du bist ein Schatz. Tja, dafür ist Familie ja da. Versprechen, dass ich einen guten Papa abgebe. Das kriegst du schon hin. Warum hast du dich erst jetzt gemeldet? Ich habe nicht gedacht, dass meine Familie besonderen Wert auf meine Gesellschaft legt. Hör mal, ich bin noch nicht dein Vater. Er hätte sich ruhig früher melden können. Stimmt. Wir sind ja auch eigentlich immer ganz gut miteinander ausgekommen. Cousin und Cousinchen. Ja. Hast du Angst? Anna ist noch ein bisschen zu jung, um weise zu werden. Ich mache mir eigentlich mehr Sorgen um sie. Hey. Ist noch gar nichts raus. Das habe ich ganz vergessen. Es gibt auch noch eine Katze, die müsste auch noch 2-mal täglich gefüttert werden. Wusste ich doch, dass die Sache einen Haken hat. Danke. Muss ja nicht bösartig sein, oder? Nee, muss es nicht. Und du ziehst dann da ein und hütest Haus und Kinder? Da ist ja Gott sei Dank nur ein Kind. Aber die Hütte ist ganz komfortabel. Hat ihren Freund untervermietet für ein Jahr. Mit Garten, allem drum und dran. Dieser Zahn, der macht mich nur wahnsinnig, ey. Würde ich mal zum Zahnarzt gehen? Ich hab ja schon einen Termin. Wenn eine Spenderniere zu kriegen, könnte die viel schwieriger sein. Kleinen Moment bitte. Max? Was ist denn? Das Telefon für dich. Soll ich durchstellen? Wer ist denn dran? Keine Ahnung. Irgendein Herr. Sagt es persönlich.
Dann stell mal durch. Mal auf. Haben Sie heute schon nach der Post gesehen? Wer spricht denn da? Haben Sie heute schon nach der Post gesehen? Wer spricht denn da? Haben Sie heute schon nach der Post gesehen? Du mich auch, echt. Ja, keine Ahnung, irgend so ein Bekloppter. Also wenn du Erziehungsfragen hast, hier ist der Fachmann. Bitte schön. Danke. Wenn das jetzt ein Scherz sein sollte, dann finde ich den nicht besonders lustig. Also haben Sie nach der Post gesehen? Ja, verdammt nochmal! Ich nehme an, dass sich eine gelbliche Flüssigkeit auf Ihrer Haut befindet. In etwa 15 Sekunden wird sich diese Flüssigkeit durch Ihre Körpertemperatur wärmen und sich dann durch Ihre Haut ätzen und weiter durch die Knochen. Es sei denn, Sie waschen es vorher mit kaltem Wasser ab. Sag mal, was war das denn, bitteschön? Frag mich mal. Das tue ich ja gerade. Ja? Wieder sauber? Ja. Das war übrigens ein Scherz. Das ist eine völlig harmlose Flüssigkeit. War sehr lustig. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Um Gottes Willen, so viele Fragen auf einmal. Ich habe ein Geschenk für Sie, Herr Balloff. Sie können sich am Güterbahnhof abholen. Und nehmen Sie am besten gleich jemanden von der Spurensicherung mit. Ruf im Labor an, die sollen kommen und den Umschlag abholen. Den kann ich doch auch hinbringen. Hey, hey, nicht anfassen. Was ist denn? Ich denke, der ist harmlos. Lass das mal lieber das Labor entscheiden. Ja, vielleicht hast du recht. Ich bin nicht sonderlich scharf auf dem Peeling. Und lass überprüfen, ob man den Anruf zurückverfolgen kann. Wie lange arbeite ich jetzt schon hier? Kollege, wo geht's hin? Zum letzten Waggon. Danke. Kannst du schon was sagen? Gib mir ein bisschen Zeit, okay? Wenn er heute Nachmittag bei mir vorbeikommt, weiß ich mehr. Du kennst die Frau, oder? Das wäre ja schon mal einen Schritt weiter. Wie heißt sie? Schon eine Zeit lang her, wir haben uns auch nur einmal getroffen. Ja, du weißt schon, was ich meine. Das ist mindestens, ja, 7 oder 8 Jahre her. Ich kenne allerdings nur ihren Vornamen, ich glaube Karin. Ist nicht dein Ernst, oder? Du schläfst mit einer Frau und weißt nicht mal, wie sie heißt? Hat dich das überhaupt nicht interessiert? Nee, hat's nicht. Wir waren einmal zusammen in der Kiste, mehr war da nicht. Mehr war da nicht. Gibt's was Brauchbares? Nicht viel. Keine Fingerabdrücke, keine Papiere. Allerdings ein paar Reifenspuren und ein paar Schuhabdrücke. Du kriegst den Nachnamen nicht auf die Reihe? Nein, hab ich dir doch eben schon gesagt. Ja, der Mörder auf jeden Fall. Du glaubst doch nicht, dass er sie sich zufällig ausgesucht hat, oder? Könnt ihr ein Foto von der Toten an die Presse weiterleiten?
Irgendjemand weiß ja mit Sicherheit ihren Nachnamen. Wir checken dann parallel die Vermisstendatei. Ja, klar. Danke. Hallo. Entschuldigt bitte. Ich habe heute Geburtstag. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Wusstest du das? Und meine Frau hat mich verlassen. Sie hat mir zum Geburtstag meine alten Briefe geschenkt. Oh, tut mir leid. Ja. Die war es nicht. Ja, interessanter Fall. Hier, auf den ersten Blick kaum zu erkennen, der Einstich von einer Kanüle. Die Frau wurde vergiftet. Und das Interessante daran ist, es handelt sich um ein mir unbekanntes synthetisches Gift. Das heißt, selbst hergestellt? Ja. Unser Labor kommt damit nicht weiter. Ich habe eine Probe in ein Speziallabor gegeben. Irgendwelcher sexueller Missbrauch? Nein. Ist sie schnell gestorben? Das weiß ich erst, wenn ich die Zusammensetzung und die Wirkung des Giftes kenne. Effektiv ist es auf jeden Fall. Ich muss Sokita Anna abholen. Kannst du Franziska bitten, dass sie mir die Fälle, an denen ich in Köln gearbeitet habe, an Beatrice Adresse schickt? Besonders die, die wieder auf freiem Fuß sind. Du glaubst, da will sich jemand rächen? So naheliegend, oder? Kopf hoch, Doc. Die kommen schon wieder zurück. Hm? Auszusetzen. Ich mag aber kein Rührei. Dann machst du dir eben Butterbrot. Ich will zu meiner Mama. Deine Mama ist im Krankenhaus und deswegen bin ich hier. Tut mir leid. Was noch da ist, ja? Anna, Spinat? Fischstäbchen? Pizza? Gut. Einmal Pizza für die junge Dame. So. Schlaf gut. Du auch. Max? Ja? Muss Mama sterben? Nein. Die ist doch nur zur Untersuchung im Krankenhaus. Da passiert schon nichts. Wirklich? Ja. Musst du keine Angst haben. Und jetzt schlaf gut, ja? Mhm. Gute Nacht. Und, wie ist der erste Tag gelaufen? Nicht schlecht. Tut mir leid, wenn ich dich da so angegiftet habe.
hast ja recht. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, warum ich die Frau damals nicht nach ihrem Nachnamen gefragt habe. Und? Ich habe wahrscheinlich Angst gehabt. Angst vor ihrer Einsamkeit und dieser unheimlichen Sehnsucht, geliebt zu werden. Das habe ich damals nicht gepackt. Wo ist die Verbindung zwischen dir, Karin und dem Maler? Wofür will der sich rächen? Und wenn es um persönliche Rache geht, warum geht er nicht gleich direkt auf dich los? Keine Ahnung, Freddy. Ich gehe die Akten noch mal durch. Vielleicht fällt mir ja irgendwas auf. Und die Stimme sagt dir auch gar nichts? Nee, nix. Denk mal drüber nach, ob es im Privaten jemand gibt, der noch eine Rechnung mit dir aufhat. Wenn der sich rächen will, warum denn das jetzt? Warum wartet er so lange damit? Dafür gibt's doch einen Grund. Vielleicht will er dir zeigen, wie gut er sich in deinem Leben auskennt. Je mehr er von dir weiß, umso besser weiß er, wo er dich treffen kann. Mhm. Kein schlechter Gedanke. Ganz toll, wahnsinnig beruhigend. Die Flüssigkeit war übrigens harmlos und der Anruf lässt sich nicht zurückverfolgen. Und was die Lilien angeht, habe ich ein bisschen im Netz recherchiert. Rote Lilien stehen für Unschuld, Jungfräulichkeit. Ja, und die Tote heißt Karin Diedrich und wohnt in der Schwalbengasse 14. Schon was gefunden? Bis jetzt nichts. Außer die Spritze. Außerdem gibt's tonnenweise Kontaktanzeigen. Die scheinen sie echt nötig gehabt zu haben. Kommentare können Sie sparen, ja? Der ist für Sie. März 1998. War das der eine Tag? Weiß nicht, könnte ihn kommen. Weißt du, was das heißt? Franziskas Vermutung war richtig. Da scheint dich jemand seit Jahren zu beobachten, Max. Und zwar auf Schritt und Tritt. Aber warum? Was hat er vor? Eifersucht ist ja wohl nicht das Motiv, oder? Wenn ich mir anschaue, wie einwendig gewesen sein muss. Hast du nie das Gefühl gehabt, dass dich da jemand beobachtet? Nein, ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. Solltest du mal demnächst drauf achten. Ich reiß diesen scheiß Zahn, den reiß ich irgendwann raus. Wann hast du denn den Termin? In 2 Tagen. Probier's doch mal mit Nelkenöl. Ich muss jetzt zur Kita Anna abholen. Geh zu Hause noch mal die Akten durch. Nimmst du das? Ich klopf mal derweil Frau Diedrichs Bekanntenkreis ab. Vielleicht gibt's da eine Verbindung. Hallo. Hallo. Ist die Anna schon soweit? Ist. Walloff bei Stadler. Hat Ihnen mein Geschenk gefallen, Herr Walloff? Ich habe Sie gefragt, ob Ihnen mein Geschenk gefallen hat. Antworten Sie, wenn ich mit Ihnen rede. Nein, Ihr Geschenk hat mir nicht gefallen. Woher haben Sie die Nummer? Das ist nicht das Einzige, was ich weiß, Herr Walloff. Verlassen Sie sich darauf. Warum wollen Sie mir denn was schenken? Versuchen Sie nicht schlau zu sein, Herr Walloff. Mit Ihrer Polizeischulpsychologie werden Sie nicht weit kommen. Gut. Wie komme ich denn weiter? Welchen Brief? Herr Walloff, ich habe Sie gerade schon mal gewarnt. Sie sollten etwas dankbarer dafür sein, dass ich so entgegenkommend zu Ihnen war. Warum, Karin? Sie hat keinem Menschen was getan. Warum? Zufallsprinzip. Hat eben Pech gehabt. Was wollen Sie denn von mir? Ich möchte mit Ihnen spielen, Herr Walloff. Spielen Sie dann? Das Spiel hat schon begonnen. Die Spielregeln erkläre ich Ihnen beim nächsten Mal.
Was wollen Sie von mir? Das müssen Sie schon selbst rausfinden. Schlafen Sie gut. Und grüßen Sie Anna ganz herzlich von mir. Ich kann Anna jetzt nicht noch woanders hin verfrachten. Leidet ja schon genug darunter, dass ihre Mama im Krankenhaus ist. Jetzt mach dich mal nicht verrückt, Max. Beatrice steht unter Polizeischutz und da bräuchte schon noch zwei Kollegen bei dir vor der Tür. Niemand kann Anna ohne Ausweis aus der Kita abholen. Da wissen alle Bescheid. Was mit all den anderen? Ich meine, wenn er sich Karin rauspickt. Da ist doch jeder in Gefahr, der irgendwas mit mir zu tun hat oder hatte. Was mit dir? Was mit Franziska? Der hat ein System, Max, hundertprozentig. Ich glaube nicht, dass er sich wahllos Leute raussucht. Ich mache mir ehrlich gesagt mehr Sorgen um dich. Ach, auf mich kann ich alleine aufpassen. Ja? Okay. So, die Fangschaltung in der Wohnung ihrer Cousine steht. Danke. Was ist denn mit dem Datum? Ich habe meinen Kalender nochmal überprüft. Wir waren an dem Tag zusammen, 4. März 1998. Und, hilft's? Nee. Ich glaube, wir müssen da weiter zurückgehen. Miami. Nein, noch weiter. Ich denke an deine Zeit in Düsseldorf. Ich bin schon unterwegs. Ich hoffe, die Kollegen in Düsseldorf sind kooperativ. Gibt's was Neues wegen dem Gift? Nee, noch nicht, aber Speziallabor ist dran. Komm, lass uns Mittag essen. Wir können nicht den ganzen Tag warten, bis der Bekloppte hier anruft. Wahrscheinlich beobachtet ihr uns jetzt schon wieder. Durchaus möglich. Ich bin ehrlich gesagt heilfroh, wenn Beatrice wieder raus ist aus dem Krankenhaus. Alles ein bisschen viel auf einmal. Ist wohl nicht so deine Sache, Papa spielen? Würde ich so nicht sagen. Was arbeitet deine Cousine eigentlich? Weiß ich nicht so genau. Die hat mal Ethnologie und Germanistik studiert. Außerdem malt sie noch ein bisschen. Und warum ist sie das schwarze Schaf in der Familie? Ja, angeblich hat sie während ihrer Studienzeit so ein paar Softpornos gedreht. Ja, ich war wohl der Einzige in der Familie, der das... Er gesagt, ein bisschen lustig fand. Der Rest der Sippe nicht. Der ist ja dann abgehauen. Hat sich nach Neuseeland abgesetzt. Klingt doch eigentlich nach einer ganz interessanten Biografie. Ist ja auch eine interessante Frau. Hattet ihr mal was? Hey, das ist meine Cousine. Ja, und? Das ist doch kein Verbrechen. Ich war früher mal tierisch verliebt in die. Hoffentlich weiß das dieser Irre nicht. Da müsste er schon Gedanken lesen können. Ich hab dir das nie gesagt, nie. Sag mal, hab ich vergessen, die Tür abzuschließen? Keine Ahnung. Wer ist denn das? Das ist Julia Zeun. Habe ich auf einer Weiterbildung kennengelernt. Eine Polizistin, eine Kollegin. Ich war mit der 3 Monate zusammen. Das ist der Einsatz für das nächste Spiel.
Sparen Sie sich die Mühe, nach ihr zu suchen. Sie brauchen 300.000 Euro, und zwar in kleinen, unmarkierten Scheinen. Seien Sie um 17 Uhr in Ihrem Büro. Was soll denn das jetzt? Wäre doch nur Kohle. Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Auf jeden Fall haben wir jetzt so eine Art System. Er hält sich an Frauen, die was mit dir zu tun haben. Sag mal, kannten sich die beiden? Gibt es da irgendeine Verbindung? Außer, dass die beiden was mit mir hatten, sehe ich da überhaupt keinen Zusammenhang. Hatte diese Julia einen Freund? Nee. Was will der denn von dir? Denk doch mal nach, Max. Was meinst du, was ich die ganze Zeit mache, Freddy? Ich glaube, da gibt es irgendwas in deinem Leben, das du nicht sehen möchtest. Und genau da liegt der Schlüssel. Ja? Ich find's. Ihr könnt im Labor vorbeikommen. Die haben was wegen dem Gift. Franziska, sag dem Chef Bescheid, wir brauchen bis um 17 Uhr 300.000 Euro in bar. Dieser Kerl hat sich wieder gemeldet. Und jemand soll bei Julia Zäun vorbeifahren. Die wohnt in der Rohnstraße 24. Möglich, dass sie entführt worden ist. Ja? Okay. Komm. Es war auch für uns ziemlich überraschend. Die Zutaten für das Gift stammen aus diesem Labor. Das klingt allerdings interessant. Wir experimentieren ja mit verschiedenen Giften, aus denen wir Serum und Ähnliches entwickeln. Hier handelt es sich um ein synthetisches, extrem schnell wirkendes Gift. Es ist sehr schmerzhaft. Für einen kurzen Moment ja. Aber wie gesagt, es wirkt extrem schnell, ähnlich wie Zyankali. Könnte es sein, dass einer Ihrer Mitarbeiter an die Zutaten für das Gift gekommen ist? Ja. Aber es ist fast unmöglich, sie hier rauszuschmuggeln. Aber nicht unmöglich. Wir brauchen eine Liste Ihrer Mitarbeiter, auch der ehemaligen. Sicher. Meinen Sie jemand aus diesem Labor? Zumindest kommt das Gift aus Ihrem Labor oder die Zutaten dafür. Ist in der letzten Zeit mal eingebrochen worden? Der letzte Einbruch ist etwa ein Jahr her. Da sind aber nur ein paar Computer gestohlen worden. Könnte das ein Täuschungsmanöver gewesen sein, um den wahren Diebstahl zu vertuschen? Vielleicht. Wir haben das ehrlich gesagt nicht weiter geprüft, da der Diebstahl ganz offensichtlich war. Wir müssen noch 45 Minuten bis zum Anruf. Danke. In Julia Zäuns Wohnung wurde ein Wattebausch mit Chloroform gefunden. Und sonst? Tut mir leid, nichts. Pass auf, du solltest sofort eine Liste mit all deinen Verflossenen machen, damit wir die Frauen auch unter Polizeischutz stellen können. Das Labor hat die Liste der Mitarbeiter gefaxt. Das sind allerdings nur die aktuellen. Der Firmencomputer hatte vor ein paar Monaten einen bösen Virus, der jede Menge Daten gefressen hat. Unter anderem auch die der ehemaligen Mitarbeiter. Im Stammsitz in Luxemburg kann man Backup erstellen lassen, aber das wird ein paar Tage dauern. Na, warum das denn? Ja, einmal darfst du raten. Personaleinsparung, Budgetkürzung. Kannst du nicht einen Zusammenhang geben? Virus, Einbruch? Was mit den Akten aus Düsseldorf? Die sind unterwegs. Wer ist der Kurier? Ich. Bitte unterschreiben Sie. Ja, danke. Ja, Balow? Guten Tag, Herr Balow. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. Haben Sie das Geld? Ja, ist alles da. So wie Sie es verlangt haben. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wehe, Sie mogeln. Passen Sie jetzt genau auf. Hören Sie mir genau zu. Wenn Sie den kleinsten Fehler machen, haben Sie verloren. Und dann wird Ihre Freundin sterben. Haben wir uns verstanden? Haben wir uns verstanden? Ich habe Sie verstanden. Woher weiß ich, dass Julia noch lebt? Ich möchte mit ihr reden. Sie sind nicht in der Position, irgendetwas zu verlangen. Haben Sie das immer noch nicht begriffen? Sie müssen mir eben vertrauen. Sie vertrauen mir doch, oder? Wir haben ihn. Spielregel Nummer 1. Er telefoniert von der Zelle in unserer Eingangshalle. Sie werden das Spiel alleine spielen. Ich werde Sie beobachten. Nicht die ganze Zeit. Aber Sie wissen nicht, wo und nicht wann. Wenn Sie sich nicht genau an meine Anweisung halten, stirbt die Frau.
Hendo! Hendo, keine Bewegung! Komm, dreh dich um an die Wand! Ich wollte das Handy nicht klauen. Hallo? Geben Sie mir einen Ball auf, Sie Idiot. Ja? Sie nehmen jetzt das Geld und gehen zum U-Bahnhof ab Bellhofplatz. Dort gibt es eine Telefonzelle. In genau 8 Minuten werde ich dort anrufen. Kommen Sie nicht zu spät. U-Bahnhof ab Bellhofplatz. 8 Minuten. Ab jetzt. Ja, Ballon? Warm geworden? Gut. Sie fahren bis zur Florastraße. Von dort gehen Sie in die Siebachstraße. Dort gibt es eine Kirche. Hinter dem Taufbecken finden Sie weitere Anweisungen. Sie haben 11 Minuten. Ab jetzt. Tut mir leid, wir schließen jetzt. Ich muss nur ganz kurz rein. Ich bin in einer Minute wieder draußen. In 5 Minuten klingelt das Telefon in der linken Kabine unter der Domplatte. Wenn du, dann nimm die andere Zelle. Guck mal, die ist am Sack, ja? Und nur weil du von der Polizei... Hey, Alter, bist du schwerhörig? Verpiss dich! Hallo? Hallo? Aufklicken. Scheiße. Hey, ruf an. Ruf endlich an. Hallo? Was ist da los? Sie sind nicht allein. Nein, da war jemand in der Zelle. Ich hab gesagt, Sie sollen mich nicht anscheißen. Sie haben verloren, das war's. Nein, bitte. Ich hab Ihnen die Wahrheit gesagt. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Hallo, hören Sie mich? Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit. Ihre Wahrheit kenne ich. Wenn das nochmal passiert, ist das Spiel zu Ende. Sie gehen jetzt zum Auerbachplatz. Da gibt es einen Kiosk. Ja. In dem Mülleimer nebendran finden Sie weitere Anweisungen. Okay. 8 Minuten. Okay. Beeilen Sie sich. Okay. Hey, hast du mal ein bisschen Kleingeld für mich? Nee.
Ja, Ballauf? In der Mülltonne ist eine Flasche mit Spiritus. Nehmen Sie die. Und jetzt leeren Sie die Tasche von den Leuten aus. Was soll ich? Reden Sie nicht, machen Sie, was ich sage. Los jetzt! Dann schütten Sie den Spiritus drüber. Ey, Leute, ich glaube, der Weihnachtsmann kommt dieses Jahr früher. Jetzt nehmen Sie die Streichhölzer. Und zünden das Geld an. Was soll ich? Reden Sie nicht, machen Sie, was ich sage. Sei denn, es liegt hier nichts an Julia. Hey, sag mal, willst du uns verarschen, oder was? Du nimmst den Finger weg! Finger weg! Hey, verschwinde! Weg, hör auf! Ey! Ah! Hallo? Herr Ballauf, Sie haben verloren. Sie sollten das ganze Geld anstecken. Ich habe es doch versucht. Ich habe es doch versucht. Ich habe mich doch an die Abmachung gehalten. Hallo? Sind Sie noch da? Sind Sie noch da? Hallo? Hallo? Ich hab es doch versucht! Dieser Schwein! Dieses miese Dreckschwein! Max! Ein Dreckschwein! Du hattest doch nie eine Chance. Max, du solltest gar nicht gewinnen. Hey, hör mir zu! Hör mir zu! Der Kerl hat irgendwas von Wahrheit gequatscht. Ihre Wahrheit kenne ich. Offensichtlich glaubt er, dass du irgendwann mal gelogen hast. Was kann das gewesen sein? Freddy, ich weiß das nicht! Ich weiß es verdammt nochmal nicht! Max, bitte beruhig dich. Ich bring die Drecksau um! Ich bring sie um! Genau da will er nicht hin haben, Max! Du musst jetzt einen kühlen Kopf bewahren, okay? Okay, Max, okay? Okay. 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 Wenn es nach mir ginge, würde ich dich von dem Fall abziehen. Ich glaube aber nicht, dass der Typ sich darauf einlässt. Was sollte dieses Spiel mit dem Geld? Was sollte das? Schnitzeljagd. Der Mann spielt gerne. Er möchte uns zeigen, wie viel Macht er hat. Er bestimmt die Regeln. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als mitzuspielen. Wer hat denn damals von euch beiden die Beziehung beendet? Was? Du oder Julia? Ich. Und warum? Ich weiß es nicht, das war mir alles zu nah damals. Pass auf, kann es jemanden geben, der Julia so sehr geliebt hat und dich dafür so sehr hasst, dass er seine Liebe dafür tötet? Gab es so jemand? Nee. Irgendwas müssen wir doch machen können, verdammt nochmal! Das können wir doch auch, Täterprofil etc. Der Mann liebt Symbole, die roten Lilien. Der kennt sich mit Chemikalien aus. Die Frauen wurden weder gefoltert noch missbraucht. Das ist ein intelligenter Gegner. Der Mann ist gebildet, nicht irgend so ein Krimineller. So, damit lässt sich eine Menge anfangen. Und die andere Liste vom Labor steht noch aus. Ich wette, da besteht ein Zusammenhang. Max, das dauert nicht mehr lange, dann meldet er sich wieder. Und solange gehst du die Düsseldorfer Akten durch. Wenn der denkt, dass wir hier tatenlos rumsitzen, hat er sich geschnitten. Wir kriegen den Kerl, Max. Irgendwann macht er einen Fehler. An die anderen Frauen kommt er nicht mehr ran. Die stehen unter Polizeischutz. Oh. Scheiße. Weißt du, was mir klar geworden ist? Dass ich ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu Frauen habe. Anscheinend bin ich total beziehungsunfähig. Aber wovor habe ich Angst? Vor Nähe? Kann sein. Was will ich nicht sehen? Aus welchem Teil meiner Vergangenheit kommt dieser Kerl? Tja, Max, bohr danach. Julia wollte damals ein Kind vor mir haben. Das war so schlimm? Ich weiß auch nicht, warum ich damals so panisch darauf reagiert habe. Wenn ich mir Anna angucke, ich könnte jetzt auch eine Tochter in dem Alter haben.
Wahrscheinlich wäre ich gar nicht mehr der schlechteste Papa. Aber warum laufe ich vor jeder wirklichen Verantwortung weg? Ist unrelevant. Geh ran. Ja? Das war Ihre Schuld, Herr Balloff. Verstehen Sie? Ihre Schuld. Julias Tod geht auf Ihr Konto. Ja. Das hätte ich ganz vergessen. Sehen Sie mal unter Ihrer Fußmatte nach. Guck dir das mal an. Ein Kreuzworträtsel? Ja, aber nur ein halbes. Aha, das ist sowas wie um die Ecke gedacht. Da muss man erst mal rausfinden, was gemeint ist. Und bist du Schlafgemach und Haus? Keine Ahnung, was das soll. Das sind nur Wortfetzen. Aber offensichtlich benötigen wir ein Lösungswort. Aber wozu? Beatrice ist ganz gut in sowas. Die hat mal Rätsel für so ein Magazin entworfen. Also will er Beatrice ins Boot holen. Ich lasse eine Kopie davon machen. Wir bringen das bei der Dechiffrierungsabteilung vorbei. Das war Ihre Schuld, Herr Balloff. Verstehen Sie? Ihre Schuld. Das war Ihre Schuld, Herr Balloff. Kannst du damit mal aufhören? Schuld, Max. Darum geht's. Das ist der Schlüssel. Die Lilien, Unschuld. Der glaubt, du seist an irgendetwas schuld. Aber an was? Schuld und Wahrheit. Ich wüsste nicht, was ich getan haben soll, das den Mord an zwei unschuldigen Menschen rechtfertigt. Natürlich nicht. Aber er schiebt dir die Schuld zu und rechtfertigt sie so vor sich selbst. Er will dich am Boden sehen, Max. Woran willst du dich nicht erinnern? Ich weiß es nicht. Ich denk doch schon die ganze Zeit nach. Was macht dein Zahn? Am Morgentermin. So, ich kopiere das jetzt und dann fahre ich für eine Stunde zu Beatrice ins Krankenhaus. Passt du so lange auf? Mhm. Okay. Flammen wie getrunken. Schlafgemach und Haus. Das ist kein normales Kreuzworträtsel, eher ein Rätsel. Gib mir ein bisschen Zeit. Außerdem wäre es nicht schlecht, Internetzugang zu haben. Du kannst dich ja morgen früh mit Franziska kurz schließen. Die kann dir dann weiterhelfen. Du siehst echt fertig aus, Max. Willst du mir nicht mal sagen, was los ist? Und wieso sitzt den ganzen Tag ein Polizist vor meiner Tür? Ich will nicht, dass du dir unnötig Sorgen machst. Hast du schon genug mit dir selber zu tun. Du kommst ja nicht zu mir, damit ich ein Rätsel löse. Das hat was mit dem Fall zu tun. Und je weniger du davon weißt, desto besser ist es. Warum? Muss ich mir Sorgen um Anna machen? Muss ich? Nein, ich habe dich auch nicht alleine gelassen. Mein Kollege Freddy, der kümmert sich gerade um sie. Um dich? Kommt ihr eigentlich klar miteinander? Ich meine, Anna und du? Glaub schon. Das habe ich mir gedacht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich es vermisse, morgens aufzuwachen und Anna neben mir liegen zu haben. Gibt's denn schon Neuigkeiten? Die machen den ganzen Tag tausende von Tests und schieben mich durch die Gegend wie eine alte Oma im Rollstuhl. Wir können uns ja zwei besorgen und ein Wettrennen durch die Flur machen. Sann auf machtvolle Liebkosungen. Doch. Jungs, wenn ihr hier hockt wie die Geier, kann ich mich nicht konzentrieren.
Wir brauchen die zweite Hälfte. Apropos zweite Hälfte, was ist mit der anderen Liste vom Labor? Die tun, was sie können in Luxemburg. Die aktuellen Mitarbeiter haben übrigens alle ein Alibi. Ja? Ey, das kannst du jetzt nicht machen. Ja, toll, klasse. Was ist denn los? Ach, der Kollege, der Anna von der Kita abholen sollte, der hat auf einmal keine Zeit. Ich kann meinen Zahnarzttermin aber nicht schon wieder verschieben. Geh du mal zum Zahnarzt, ich hol die Kleine ab. Echt? Danke. Tag, mein Name ist Krause. Tag. Ich bin ein Kollege von Herrn Balloff. Herr Balloff hat mich gebeten, Anna abzuholen. Tja, eigentlich sollte jemand um 17 Uhr kommen. Ich weiß, aber der Kollege ist krank geworden. Und deshalb hat er mich gebeten und ich konnte nur jetzt. Ich kann aber gerne Herrn Balloff anrufen. Sie können mit ihm sprechen. Ah, nee, lassen Sie mal. Ist ja schon gut. Ich habe ja Ihren Ausweis gesehen. Ich hole mal Anna. Anna, das ist Herr Krause. Ist auch ein Kollege von Herrn Balloff. Der bringt dich heute nach Hause. Guten Tag. Na, willst du nicht guten Tag sagen? Tag. Sag mal, damit du mir nicht hinfällst. Ich kann schon selber die Schuhe zubinden. Ja, ja, ja. Komm. Tschüss. Tschüss. Ich habe noch genug Zeit, was Schönes zu unternehmen. Worauf hättest du denn Lust? Ich möchte zu meiner Mama. Oh, das geht jetzt leider nicht, Anna. Bald, ja? Wir gehen in den Zoo. Ich habe einen guten Freund da, den großen Elefanten. Glaube ich nicht. Also los. Du wirst schon sehen. Anna? Siehst du, ich habe nicht gelogen. Der Elefant ist mein Freund. Er hat gelacht, als er mich gesehen hat. Hat er gar nicht. Nicht? Na gut. Bisschen kalt wäre nice. Nein. Schmeckt's? Ja. Probier mal. Lecker. Hast du auch Kinder? Ja. Ich hatte eine Tochter. Warum bist du denn so traurig? Was ist mit deiner Tochter? Sie ist gestorben. Das tut mir aber leid. War sie so wie ich? Ja. Sie war genauso schön und genauso nett wie du. Meine Mama ist auch krank. Max sagt, sie hätte nichts. Aber das glaube ich nicht. Du musst nur ganz fest daran glauben, dass sie gesund ist. Dann kann dir nichts passieren. Wirklich? Ganz ehrlich. Mach mal die Augen zu und denk ganz, ganz fest an deine Mama. So? Ja. Schenk, mein Freund Max Balloff schickt mich. Ich soll Anna abholen. Wie, Ihr Kollege war doch vorhin schon hier und hat Anna abgeholt. Was? Bei der Karies brauchen Sie sich über Ihre Schmerzen nicht wundern. Wenn Sie öfters kommen würden, wäre sowas nicht nötig. Ich sitze gerade im Behandlungsstuhl. Max, er hat Anna. Was? Ich komme. Tut mir leid, ich bin Notfall. Herr Balloff, mit dem Zahn können Sie nicht weiter so rumrennen. Willst du Beatrice Bescheid sagen?
Wozu denn? Wollt ihr sie jetzt auch noch verrückt machen? Hast du auch wieder recht. Irgendwas müssen wir noch tun können. Die Beschreibung des Täters und Annas Fotos sind dann alle raus. Mehr geht im Moment nicht, Max. Vielleicht wartest du besser in Beatrice' Wohnung. Ich halte hier so lange die Stellung. Gute Idee. Ist die andere Hälfte schon aufgetaucht? Nee, leider noch nicht. Ohne die lässt sich das Rätsel nicht lösen, oder? Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie die andere Hälfte bekommen. Klar, mache ich. Ich melde mich. Bis dann. Tschüss. Mann, 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 Anna. Hey, du hast uns ja ganz schön auf Trab gehalten, Mäuschen. Ich glaube, ich könnte jetzt was Hochprozentiges vertragen. Ich gebe dir gleich was. Schau mal, den habe ich von deinem Freund bekommen. Aha. Und das ist für dich. Martin ist sehr nett. Martin? Welcher Martin denn? Dein Freund. Wir waren im Zoo und haben seinen Freund getroffen. Welchen Freund? Den großen Elefanten, aber er hat gar nicht gelacht. Da habe ich den hier bekommen. Ich bin müde. Anna, gibst du mir bitte den Elefanten? Den habe ich geschenkt bekommen. Gib's mir bitte. Nein, Martin ist viel netter als du. Ich möchte zu meiner Mama. Sag mal, Anna, soll ich dich ins Bett bringen? Nur mit dem Elefanten. Na klar, nehmen wir den Elefanten mit. Komm, los. Und, was steht drin? Heute nicht, aber vielleicht das nächste Mal. Das nächste Spiel läuft übrigens schon. Wo und warum wir spielen, ist dem Rätsel zu entnehmen. Gibt's hier ein Faxgerät? Ja. Dann schicken wir das an Franziska. Die sollen das im Präsidium dechiffrieren. Und eine Kopie an Beatrice ins Krankenhaus. Ich glaube, ich sollte Beatrice erzählen, was mit Anna passiert ist. Das würde ich mir echt überlegen. Das kannst du später immer noch erzählen. Ruf lieber Franziska an und gib ihr Warnung. Hast du auch recht. Franziska? Ist sie wieder da? Ja, sie ist wieder da. Gott sei Dank. Sag mal, ist die zweite Hälfte von dem Rätsel angekommen? Ja, ich fütter schon die ganze Zeit die Suchmaschine. Beatrice und die Dechiffrierungsabteilung sitzen auch dran. Gut, dann sag bitte sofort Bescheid, wenn ihr irgendwas rausgefunden habt, ja? Na klar, mach ich. Okay, ciao. Bis dann. Wen hat er sich diesmal ausgeguckt? Die stehen doch angeblich alle unter Polizeischutz. Ihr bekommt ab sofort doppelten Personenschutz. Was ist denn los? Wo willst du hin? In den Zoo. Mir ist nämlich gerade was eingefallen. Tut mir leid, aber wir werfen die Fotos gleich wieder weg, wenn die Besucher sie nicht kaufen. Und wo bewahren Sie den Müll auf? Hier, aber machen Sie sich nicht so viel Hoffnung. Die werden alle vorher geschreddert. Was ist mit den Negativen? Ist ja alles digital heutzutage. Und die Bilder löschen Sie gleich alle wieder? Ja. Wie viele Leute haben Sie denn heute so fotografiert? Also etwa 150 bis 200. Ja, dann wird unsere Abteilung wohl puzzeln müssen. Danke. Bitte. Ja, genau. Ja. Ja, das habe ich auch. Genau da. Wo? Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel aller Fotos durch. Freddy, das dauert alles viel zu lange. Wir tun, was wir können, Max. Ich weiß. Mach da mal weiter. Die Liste mit den ehemaligen Mitarbeitern kommt morgen. Ich glaube, wir haben's. Pass auf, Max kommt gleich zu dir, ja? Was hat das zu bedeuten? Das wird er dir gleich alles erklären. Okay. Wir haben jede Menge Wörter eingegeben. Die Lösungswörter sind alles Wörter aus Gedichten. Das hier zum Beispiel, das stammt aus dem Erlkönig. Unser Lösungswort stammt aus einem Gedichtsband von Baudelaire, die Blume des Bösen. Und das ist Beatrice. Oh nein, nicht Beatrice. Scheiße. Ruf im Krankenhaus an, die sollen Beatrice sofort an sich in Ort schaffen.
muss Frau Stadler zur Computertomographie bringen. Wie lange wird das dauern? 20 Minuten. Komm schon, leg auf, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Immer positiv bleiben, das hat mir bis jetzt immer geholfen. Du, ich muss Schluss machen, die wollen schon wieder was von mir. Wir können ja nachher nochmal telefonieren, ja? Tschüss. Schon wieder in den Rollstuhl? Wir müssen einen Test wiederholen. Dauert nicht lange. Wissen Sie, was da genau wiederholt werden muss? Das weiß ich leider auch nicht genau. Das wird Ihnen der Arzt erklären. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Dann ruf die Rezeption an, dass sie dem Beamten Bescheid sagen. Wir sind gleich da. Alles klar. Mann. Was ist? Franziska kann Beatrice nicht erreichen. Scheiße. Freddy, jetzt fahr doch mal ein bisschen schneller. Ja. Wieso ist denn hier kein Licht? Vielleicht haben die uns vergessen. Ich mach sofort an. Und ruf den Arzt an. Mann!
Beatrice, was ist passiert? Hä? Jemand wollte mich umbringen. Und wie sah der Kerl aus? Komm. Weißer Pflegerkittel. Ja? Perücke, Glatze. Ja? Ich habe ihn am Kopf verletzt. Und ist der Kerl noch da? Hm. Zwei Stockwerke tief. Bleibst du bei ihm? Hey. Ist Ihnen gerade ein Krankenpfleger entgegengekommen? Nein. Und? Entwischt. Wie geht's dir? Jemand hat versucht, sie mit Chloroform zu betäuben. Oh. Es tut mir leid. Es ist schon gut, ich bin ein starkes Mädchen. Ja. Frau Stadler muss dringend verlegt werden unter äußerster Geheimhaltung. Ist es möglich? Ja, prinzipiell ist es möglich. Gut. Und ab jetzt stehen zwei Beamte vor Ihrer Tür. Niemand betritt ohne doppelte Rückversicherung Ihr Zimmer. Können Sie das einrichten? Ja, ich kümmere mich sofort drum. Danke. So ein kleines Stück. So ein kleines Stück. Und wir hätten Schwein gehabt. Wollt ihr mir nicht langsam mal erzählen, was hier los ist? Schließlich habe ich ja auch ein bisschen was damit zu tun. Ja? Was ist mit Beatrice? Alles in Ordnung, ist nochmal gut gegangen. Gott sei Dank. Na, dann komm mal so schnell wie möglich hierher. Ich habe eine Überraschung für euch. Okay, bis gleich. Was gibt's? Wir sollen sofort ins Büro kommen. Ich warte immer noch auf eine Antwort. Ich erkläre dir alles, wenn es vorbei ist, ja? Glaub mir, ist besser so. Und Sie kümmern sich weiter um Frau Stadler, ja? Natürlich. Hey! Das war im wahrsten Sinne des Wortes Fleißarbeit. Und klingelt da irgendwas? Nichts. Habe ich noch nie gesehen, außer vorhin im Krankenhaus. Hoffentlich haben wir morgen im Chemielabor mehr Glück. Ich bringe jetzt Anna nach Hause. Auf jeden Fall haben Sie diese Runde verloren. Eine Runde, was macht das schon? Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Was wollen Sie? Warum machen Sie das und was habe ich Ihnen getan? Wenn Sie ein bisschen mehr darüber nachgedacht hätten, wären Sie wahrscheinlich schon ein wenig näher an der Lösung. Ehrlich gesagt, Sie enttäuschen mich ein bisschen. Sie möchten wissen, was Sie mir angetan haben? Ich sage Ihnen was. Sie haben mir etwas sehr Kostbares weggenommen. Mein Schatz. Und dafür werden Sie leiden. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen. Schlafen Sie gut. Sie brauchen bald viel Kraft.
Wer bist du und welchen Schatz meinst du? Hey, was ist mit dir denn los? Ich hab schlecht geträumt. Guck mal her. Schlecht geträumt? Wovon hast du denn geträumt? Hä? Von deinem Freund. Kannst du dich denn noch erinnern, was genau du geträumt hast? Ich habe von seiner Tochter geträumt. Sie wollte mit mir spielen. Dabei ist sie doch tot. Und dann habe ich Angst bekommen und bin aufgewacht. Anna, hast du das jetzt geträumt oder hat er dir das wirklich erzählt? Er hat es mir erzählt. Und dass es ihn ganz traurig gemacht hat. Du bleibst besser hier, falls er wieder anruft, hä? Okay. Dann gehe ich nochmal die alten Akten aus Düsseldorf durch. Irgendwas habe ich übersehen. Die Haare sind anders. Aber das ist der Kuschmann. Der hat bis vor 3 Jahren hier an der Forschung gearbeitet. Warum hat er aufgehört? Das hat ehrlich gesagt niemand so recht verstanden. Ich denke, es hatte mit dem Tod seiner Tochter zu tun. Er war danach wie ausgewechselt. War ja auch ein schrecklicher Unfall. Wissen Sie, wie lange dieser Unfall her ist? Ich würde sagen, gute 10 Jahre. Ja? Und? Der Mann heißt Kuschmann. Günther Kuschmann. Sag das nochmal. Kuschmann. Komm sofort her, dann erzähle ich dir, worum es bei der ganzen Sache geht. Ich weiß jetzt, wer der Kerl ist. Okay, ich bin gleich da. Bis gleich. Du weißt jetzt, wer das ist? Ich war damals Einsatzleiter in Düsseldorf. Ich habe seine Tochter erschossen. Wir haben einen Apothekeneinbruch verfolgt. Sie und ihr Freund, die standen hinter so einer Scheibe. Die war ganz milchig. Konnte man gar nicht durchgucken. Plötzlich hat ihr Freund auf uns geschossen. Da habe ich zurückgeschossen. Hab das Mädchen getroffen. Ich war gerade mal 16 Jahre alt. Das tut mir leid. Klar. Und Kuschmann glaubt, du bist dafür verantwortlich. Und will sich jetzt rächen. Aber das war Notwehr. Ich weiß. Das Mädchen hatte aber keine Waffe. Ja? Max? Ich bin's. Beatrice, wie geht's? Der Tumor ist nicht bösartig, Max. Ist ja endlich mal eine gute Nachricht. Ja. Ich komm morgen raus. Du brauchst also nicht mehr länger, Baby zu finden. War doch nix. Schön. Bis morgen. Okay. Tschüss. Ist da jemand? Warum meldet sich Freddy denn jetzt nicht? Das weiß ich auch nicht. Sag mal, glaubst du, Kuschmann hat was damit zu tun? Komm, hör mal auf damit, ja? Da will ich überhaupt nicht dran denken. Lütgen, Johann. Ja, kleinen Moment. Das MEK. Ball auf. Ist gut, ich komme.
Mann! Sag mal, warum meldest du dich denn nicht? Ich habe mindestens 1000 Mal bei dir angerufen. Mein Akku war alle. Habt ihr euch etwa Sorgen um mich gemacht? Komm, wir müssen los. Wohin denn? Erkläre ich dir auf dem Weg. Besser mit deinem Zahn? Ja, wovon denn? Willkommen zum Finale. Warten Sie heute Abend in Ihrem Büro auf meinen Anruf. Deine Belobigung scheint ihm nicht gefallen zu haben. Heute ist der 10. Todestag seiner Tochter. Seine Frau ist bei der Geburt des Kindes gestorben. Und dann wird seine Tochter erschossen. Ist ja kein Wunder, dass er mir dafür die Schuld gibt. Nein, 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 warte. Du bist Polizist und hast getan, was du tun musst. Dass das junge Mädchen gestorben ist, ist tragisch. Aber es ist nicht deine Schuld. Der Mann ist verrückt, Max. Punkt. Je schneller der in die Geschlossene kommt, umso besser. Freddy hat recht, Max. Wann ruft er denn endlich an? Ich gehe zum Pass auf Anna auf. Um uns brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wir haben Polizeischutz. Pass auf dich auf. Wagen 4 hier, Wagen 8, bitte kommen. Ja, Wagen 4, was gibt's? Tut sich was bei euch? Nee, nichts Neues. Außer einem alten Opa, der seinen Hund den Bürgersteig vollkacken lässt. Scheiß Wasser. Oh.
Hast echt eine Blase wie ein... Na, kannst du nicht schlafen? Soll ich dir noch was vorlesen? Tja, was machen wir denn dann mit dir? Verstecken spielen. Ich versteck mich und du suchst mich. Schon ein bisschen spät, findest du nicht? Bei Max darf ich das auch immer. Aha, so weit hast du denn also schon, hm? Na, meinetwegen, Quälgeist. Ich geh noch mal rasch aufs Klo und du versteckst dich so lange, bis ich wieder da bin, okay? Das ist aber unfair! Na, warte! So, dann wollen wir mal schauen, wo du steckst. Ein Mucks und ich schneide die Kehle durch, verstanden? Ja. Wo ist Anna? Sie ist nicht hier. Aha. Ich habe euch beide gesehen. Wo ist sie? Hast du die Sprache verloren? Willst du den Helden spielen? Keine Bange, ich finde sie schon. Und dann beschäftige ich mich mit dir. Anna! Wo bist du? Anna! Wo bist du? Anna, ich sehe dich. Du siehst mich nicht. Ja, Balov? Hallo. Wie fühlen Sie sich? Gut, Herr Kuschmann. Herr Kuschmann, geben Sie auf, wir kriegen Sie sowieso. Ja, Herr Balloff. Der Anruf kommt aus dem Haus Ihrer Cousine. Sie steigen jetzt in Ihren Wagen und kommen hierher. Allein. Wenn Sie den beiden nur ein einziges Haar krümmen, bringe ich Sie um. Na also, so langsam wird's persönlich. Bis gleich. Kümmern Sie sich um die Kollegen. Machen Sie es sich bequem. Wo ist Anna? Meinen Sie, ich krieche in die Höhle des Löwen ohne Rückversicherung? Wo ist das Kind? Es geht ihr gut. Bis jetzt jedenfalls, also setzen Sie sich hin, wenn Sie nicht wollen, dass Anna stirbt. Wie geht's weiter? Wir spielen die letzte Runde. Warum? Das wissen Sie genau. Ich habe damals nicht fahrlässig gehandelt. Nicht fahrlässig, ja, so hat das Gericht das auch gesehen. Es war ein bedauerlicher Unfall. Es ist die Wahrheit. Und Sie sollten diese Wahrheit akzeptieren. Auch wenn sie sehr schmerzhaft ist. Ihnen keinen Trost gibt.
Ich muss mit dieser Schuld leben. Schuld? Wahrheit? Was wissen Sie davon? Ich habe meine Frau über alles geliebt. Als sie bei der Geburt meiner Tochter gestorben ist, dachte ich, ich will das Kind nie sehen. Aber als ich den kleinen, hilflosen Umgang gesehen habe, sie konnte ja nichts dafür. Meine Tochter war alles, was mir geblieben war. Dann haben sie mir genommen. Meine Tochter sollte nicht vor den Eltern ins Grab steigen. Sie haben mir alles genommen. Das tut mir leid. Aber das gibt dir nicht das Recht, unschuldige Menschen umzubringen. Ja, es wird ihnen leid tun. Ich möchte, dass sie genauso leiden wie ich. Ich möchte sie am Boden sehen. Ich möchte, dass sie morgens aufwachen und nicht wissen, wie sie den Tag überstehen sollen. Es wird ihnen leid tun. Das verspreche ich ihnen. Herr Kuschmann, Sie sind krank und Sie brauchen Hilfe. Das glauben Sie. Ich dachte damals, ich werde wahnsinnig vor Schmerzen. Und jetzt halten Sie Ihr Maul und fangen Sie endlich mit dem Spiel an. Sie brauchen einen klaren Kopf. Sie müssen die richtige Entscheidung treffen. Schauen Sie sich die beiden Spritzen hier genau an. Ich werde Ihrem Partner eine Spritze geben. Welche der beiden ich nehme, entscheiden Sie. Das eine ist ein harmloses Placebo. Das andere ein schnell wirkendes Gift. Wenn Sie ihn anrühren, dann drücke ich ab! Ich glaube nicht, dass einer sich darüber freuen würde. Welche? Hören Sie doch auf damit, das ist doch Wahnsinn. Jetzt legen Sie die Scheiße doch wieder dahin! Reißen Sie sich zusammen, Mann! Welche? Welche? Bitte. Welche? Ich kann nicht. Welche? Ich spiele nicht mehr mit. Anna!